Hey Leute, im Intro habt ihr bereits etwas gesehen, das ich so tatsächlich auch miterlebt hatte. Vor Jahren. Ich hatte damals auf meinem Gameboy Final Fantasy gespielt und kam bei einer Stelle im Spiel einfach nicht weiter. Der Endgegner hieß Gilgamesh. Doch das ist nicht nur etwa eine Fantasy-Figur, sondern war ein Heldenkönig des antiken Uruks. Sein Gilgamesh-Epos gilt als eines der ältesten literarischen Überlieferungen der Menschheit. Und noch kurioser ist, dass diese Überlieferungen auch Interpretationen zulassen, die sich direkt auf die Anunnaki beziehen lassen. Das hier ist also der vierte Teil der Anunnaki-Reihe. Fangen wir also ganz chronologisch an. Zachariah Sitchin, einer der bekanntesten Autoren im Bereich der Präastronautik und der Anunnaki-Lehre, schrieb sein letztes Buch, welches 2013 erschien, mit dem Namen Der König, der sich weigerte zu sterben. Da er bereits 2010 gestorben war, vermuten seine Leser, dass seine Nichte Janet Sitchin mitschrieb. Zachariah Sitchin gilt als sehr umstritten, der mit seinen Theorien polarisiert. Dies liegt vor allem daran, dass ihm Experten vorwerfen, dass er fantasiert und seine Quellen nicht belegt. So hat er zum Beispiel auch den Mythos mit dem Goldabbau in die Welt gesetzt, die von vielen anderen Forschern nicht ernst genommen wird. Nach einiger Recherche über diesen Autor glaube ich selbst, dass wir hier vorsichtig sein sollten. Schwierig ist auch, dass sein letztes Buch ein Roman war, der den Gilgamesch-Epos zwar behandelt, aber dennoch viel Fiktion beinhaltet. Dies macht es für uns Laien mal wieder schwerer klar zu unterscheiden. Dennoch zeigt es, dass auch der bekannteste Anunnaki-Forscher eine klare Verbindung zwischen Gilgamesch und den Anunnaki sieht. Der Gilgamesch-Epos ist dabei eines der ältesten überlieferten Dichtungen der Menschheit und das berühmteste Werk der alten Babylonier. Dabei hat der Epos seinen Ursprung im Sumerischen Reich in Mesopotamien. Aus dieser sumerischen Zeit sind noch einige wenige Tontafeln in sumerischer Keilschrift mit Fragmenten des Epos bekannt. Hier eine kleine Ausführung, damit ihr wisst, wer die Sumerer eigentlich waren. Es handelt sich hierbei um die erste Hochkultur der Menschheit, die wahrscheinlich in der Obe-Zeit lebten. Das ist etwa 5500 bis 3500 vor Christus. Sie lebten in Mesopotamien, wobei etwa 3900 vor Christus die sogenannte Uruk-Zeit begann. Diese Epoche nennt sich so, da sie nach der Stadt Uruk benannt war, die sich östlich von Euphrat befand. Hier war sozusagen das Zentrum der Sumerer. In diesen uralten Orten wurden nachweislich Götter verehrt, die uns als Anunnaki bekannt sind. So gab es beispielsweise den Gott Enki oder auch den Schöpfergott An. Aus der Stadt Uruk stammt auch die berühmteste aller Figuren, namentlich Gilgamesch. Der gesamte Epos hat ca. 3600 Verszeilen, die auf 11 Tafeln festgehalten wurden. Hier wird von den Heldentaten des Gilgamesch und von einer großen Sintflut gesprochen. Die Sintflut ist uns bereits aus früheren Teilen bekannt, ebenso wie aus dem Buch der Giganten. Ich kann euch an dieser Stelle nur empfehlen, auch die Videoserie zu den Riesenmenschen anzuschauen, da es hier große Überschneidungen zwischen den Nephilim, den Anunnaki und den Riesenmenschen gibt. Weiter im Text. Fangen wir an mit dem Epos. Gilgamesch, der zwischen 2652 vor Christus bis 2602 vor Christus lebte, war ein König der sumerischen Stadt Uruk. Bei der genauen Zeiteinteilung ist man sich bis heute allerdings unsicher. Laut dem Epos war er zu einem Drittel Mensch und zu zwei Dritteln Gott. Diese Aufteilung in Mensch und Gott kennen wir bereits von den Nephilim, dazu gleich mehr. Gilgamesch ist bekannt für seine Freundschaft zu dem menschenähnlichen Wesen Enkidu und wegen seiner Suche nach der Unsterblichkeit. Das Motiv der Unsterblichkeit finden wir übrigens öfter bei der Auseinandersetzung mit den Anunnaki, so zuletzt zum Beispiel bei dem Stein der Weisen oder auch bei der Mana-Maschine. So geht es im Epos auch darum, dass sich Gilgamesch von den Göttern lösen möchte, aber gleichzeitig auch Angst vor der Vergänglichkeit des Lebens hat. Seitdem der Mensch nun selbst bewusst ist und die Unschuld der Natur hinter sich gelassen hat, beginnen die existenziellen Ängste. Wie wir bereits im ersten Teil der Anunnaki-Videoserie besprochen haben, erschufen die Anunnaki-Götter die Menschen, kreuzten sich dann mit ihnen, weswegen es zu den Nephilim kam. Dies wird in der Bibel, in dem Buch der Giganten, in der Anunnaki-Forschung und auch im Epos von Gilgamesch so behauptet. Auch Gilgamesch war so ein Abkömmling, da er zu einem Drittel Mensch und zu zwei Dritteln Gott war. So lag es an ihnen, sich von den Fängen der Göttern zu befreien und Unsterblichkeit zu erlangen, das Hauptmotiv des Epos.
Auch in der Bibel Genesis Kapitel 6 wird davon gesprochen, dass sich Engel materialisierten und Beziehungen mit Menschenfrauen eingingen. Diese Halbgötter waren für ihre Stärke und Schlechtigkeit bekannt. Sicherlich wird euch jetzt auffallen, dass dies auch in der griechischen Mythologie der Fall ist und zum Beispiel Herkules als Halbgott mit demselben inneren Kampf zu tun hat. Es gibt öfter Parallelen zwischen den Anunnaki und den griechischen Göttern, wonach diese Götter auch nur Anunnaki waren. Nun, da Gilgamesch nicht den göttlichen Willen befolgte, sondern nach ewigem Leben trachtete, ließen sich die Götter etwas einfallen. Sie erschufen einen wilden Mann namens Enkidu und setzten ihn bei der Steppe von Uruk aus. Dieser wurde daraufhin von einem Jäger entdeckt, der dem König Gilgamesch davon berichtete. Dieser wiederum war sehr interessiert und so schickte er eine Tempeldienerin aus, um Enkidu zu verführen und in die Stadt zu locken. In der Stadt wurde er gewaschen und gekleidet. Als Gilgamesch und Enkidu aufeinander trafen, kam es zu einem verbitterten Kampf. Doch keiner konnte den anderen besiegen, da sie beide von Göttern erschaffen wurden. So schlossen sie Freundschaft. So planten sie dank ihrer gemeinsamen Stärke, eine Heldentat zu vollbringen und jagten das Waldungeheuer Shumbaba. Dieses hielt sich im Wald auf. Sie fanden Shumbaba und töteten ihn. Die Liebesgöttin Ishtar sah den Helden Gilgamesch, verliebte sich in ihn, wurde jedoch zurückgewiesen. Sie war so erzürnt darüber, dass sie zum Göttervater Anu ging und nach dem Himmelsstier verlangte, der Gilgamesch töten sollte. Dieser Himmelsstier zerstörte weite Teile der Stadt, tötete hunderte Männer, doch Enkidu und Gilgamesch konnten den Kampf aufnehmen und ihn töten. Die Götter sahen dies und trachteten nach Strafe, da dies zu weit ging. So bestraften sie Enkidu mit einer Krankheit und dieser starb. Voller Trauer begab sich Gilgamesch nun auf die Suche nach dem ewigen Leben. Er hoffte, dass sein Urahn Utnapishtim ihm helfen konnte. So irrte er durch die Steppe, bis er bei dem Berg Marschu ankam. Durch einen Tunnel kam er weiter. Dort traf er die Wächter des Tunnels, zwei Wesen, die halb Mensch, halb Skorpion waren. Doch er konnte sie überreden zu passieren. Danach befand er sich in einem Garten, in dem alle Pflanzen aus Edelstein waren. Er ging dann zu einer Schenke und die Schenkin weiste ihm den Weg. So fand der Urshanabi einen Fährmann, der ihn über das Wasser des Todes zur nächsten Insel bringen konnte, wo Utnapishtim lebte. Doch im Streit zerstörte Gilgamesch die sogenannten Steinernen, das sind spezielle Stocherstangen, die für die Überfahrt zur Insel benötigt werden. Nur sie konnten dem Wasser des Todes standhalten. So erklärte der Fährmann, dass Gilgamesch 120 Ruder aus Holz schnitzen musste. Dann konnten sie losfahren. Bei jedem Ruderschlag musste ein neues Ruder genutzt werden, da es mit dem Wasser des Todes benetzt war. Doch als das letzte Ruder aufgebraucht war, waren sie noch immer nicht bei der Insel angekommen. So nahm sich Gilgamesch das Hemd von Urshanabi und hängte es auf wie ein Segel. Wie die beiden die Insel erreichten, ist bis heute nicht mehr bekannt, da die Tontafel an dieser Stelle beschädigt war. Doch sie kamen an. Dort fand er auch seinen Urahnen Utnapishtim, der ihm von einer großen Sintflut erzählte. Diese Sintflut habe alle umgebracht und nur er und seine Familie habe überlebt. Diese Sintflut ist uns schon öfter begegnet. Laut den anderen Überlieferungen, unter anderem aus dem Buch der Giganten, ging es hierbei um eine Apokalypse, um die verkommenen Nephilim auszulöschen und nur die Edelsten überleben zu lassen. So schärfte ihm Utnapishtim ein, dass er den Schlaf bezwingen müsste, um das ewige Leben zu erhalten. Gilgamesch schlief 6 Tage und 6 Nächte. Danach bekam er die Information, wo er das Gewächs des Lebens finden konnte. Gilgamesch fand es und machte sich auf den Weg zurück zur Heimat. Doch als er an einem Brunnen Rast machte, wurde er von einer Schlange bestohlen, die das Gewächs des Lebens an sich nahm. Betrübt ging er nach Uruk zurück. Doch es hatte sich etwas in ihm geändert. Er erkannte nun seine menschliche Seite und akzeptierte sein Todesschicksal. Auf der letzten Steintafel wird berichtet, dass Enkidu in die Unterwelt stieg und dort festgehalten wurde. Gilgamesch bat die Götter, ihm bei der Befreiung seines Freundes zu helfen, und Enki, der Herr der Erde, erbarmte sich seiner und ließ Enkidu wieder zu den Lebenden. Die Lehre: Der Halbgott Gilgamesch gab seine Unsterblichkeit auf, als er erkannte, dass die Freundschaft wichtiger ist. Er machte keinen Unterschied mehr zwischen Mensch und Halbgott.
Somit näherte er sich mehr den Göttern und gleichzeitig mit den Menschen an. Wenn man bedenkt, dass dies das erste bekannte Werk der Menschen ist, dann ist das schon ziemlich eindrücklich. Dieses Werk ist älter als die Bibel und das zeigt sich zum Beispiel auch im Alten Testament. So erinnert der Sintflutbericht an die große Flut, wie sie in Genesis 6 bis 9 erklärt wird. Auch die Freundschaft zwischen Gilgamesch und Enkidu erinnert an David und Jonathan aus dem ersten und zweiten Buch Samuel. Doch ist es nicht schön zu wissen, dass einer der bedeutendsten Menschenkönige die Unsterblichkeit aufgab, um eins zu sein mit den Menschen und um Freundschaft voranzubringen? Natürlich müssen wir hier im Hinterkopf behalten, dass es sich um einen Epos, eine Erzählung handelt. Sie mag vielleicht einige wahre Aussagen haben. So gab es Gilgamesch laut dem heutigen Wissensstand wirklich, wobei angenommen wird, dass Enkidu eine mythologische Gestalt war. Ein Nebenschauplatz des Epos ist auch die Geschichte von Utnapishtim, der die Anweisung bekam, ein großes Boot zu bauen. So erhielt er diese Anweisung vom Gott Enki, der zu ihm meinte, dass er seine Familie und Tiere in dieses Boot leiten sollte. Nach 12 Tagen, während der Sintflutkatastrophe, kam das Boot zum Stillstand mitten auf dem Berg Nimus. Diese Geschichte ist identisch mit der Arche Noah, wie wir sie aus der Bibel kennen. Nun, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was eure Meinung zu dem Gilgamesch-Epos ist. Ist es nur eine nette Geschichte oder gibt es hier einen wahren Kern? Was meint ihr dazu, dass die Sintflutkatastrophe in so vielen Quellen erwähnt wird? Und was ist mit der Unsterblichkeit, die uns immer wieder begegnet? Ist es nur ein interessantes Motiv oder ist damit die tatsächliche Unsterblichkeit gemeint? Lasst mir eure Meinung in den Kommentaren da. Das ist mittlerweile der 4. Teil der Anunnaki-Videoserie. Falls ihr euch noch einen weiteren Teil wünscht, dann kommentiert gerne mit Hashtag Teil 5. Ich persönlich finde es unglaublich interessant, dass dieses Werk noch vor der Bibel existierte und die Bibel maßgeblich beeinflusst hat. Ebenso allerdings, dass es sich mit den Annahmen der Nephilim deckt, die Anunnaki einbezieht, die Sintflutkatastrophe auch und sogar die Arche Noah oder den tatsächlich lebendigen Gilgamesch. Ziemlich viele Zufälle auf einmal. Nun, teilt gerne das Video oder bewertet es fleißig, damit sich diese Videoserie weiter halten kann. Bis zum nächsten Video und bleibt vorsichtig.